erstmal eine Satzball zum 2:0. Für den Altmeister vielfacher bayerischer Einzelmeister. Dazu noch deutscher Meister im Doppel mit Bastian Steger, deutscher Mixedmeister. Ehemals erste Bundesliga, seit vielen Jahren in der zweiten Bundesliga beim TV Hüttelstein. Viele Jahre da im ersten Fahrkreuz mit Alexander Fleming. Aktuell jetzt nur noch in Gänsefüßchen auf 4. Und dementsprechend hier auch auf 2 gesetzt hinter dem Spieler, der in Hilbertstein 1 vorhin spielt, Dennis Dickert. Denkt gelegentlich mal leise, mal laut darüber nach, seine Profikarriere zu beenden. Ist ja kein Profi. Ist Physiker, Doktortitel in Physik, arbeitet auch in diesem Beruf. Hat aber mit Ausnahme des Spiels von Bad Homburg richtig gut gespielt in der neuen Saison. Ja, und es war ja kein schlechter, gegen den er da verloren hat, von den Homburgern. Der gegenüber, einer der jüngsten hier in der Halle, Mikey Hollo. Der Papa Coach. SV Kolbermoor. Die Mama sitzt auch irgendwo. Ja, die coacht gerade da hinten hin. Konkurrenten von Mikey, so sind die hier alle verbandelt. Felix Wetzel. Der spielt gegen Marius Sauss. Florian Leithäuser ist da mit seiner Kamera unterwegs. Spezialreferent des Bayerischen Fischbundesverbands für Public Relations, für Öffentlichkeitsarbeit. Macht er toll. Geht er mal auf seine Facebook-Seite BTTV. Schaut euch das an. Sehr aktiv, sehr engagiert. Und natürlich mit Daumen. Nicht so wie die alten Herren im BTTV, die noch 100 Jahre davon träumen, dass das Fernsehen kommt. Und es kommt nur oder 2 Minuten. Schauen Sie auf, keiner von den Kiddies mehr Fernsehen.
wenn der Maike hier noch mitmischen will, dann sollte er jetzt den Satz irgendwie reinbringen. Und da hat er zweimal Netzberührung hintereinander. Etwas Glück für den Nico. 10 Zentimeter. Und Matchball. Voll Quatsch. So, jetzt schauen wir uns mal an, was da für ein Ergebnis steht. Satzball zum 2-0 müsste ich sein. Mal gucken hier, ob ich da was lesen kann. Ja. 1-0 für Dr. Christ. Sorry, ich muss dich kurz unterbrechen mit dem Ball. Ich lasse mich aber nicht unterbrechen. So, 2-0. 13-11 im zweiten. Da hatte der Maike schon Satzball. Und bei der Abwehr zweimal Netzberührung der Kollege Rust. So ist das schönes halt.